wirklich nicht. Ach, ich werde dir einen schönen Kamillentee kochen. Meinst du, dass das was nützt? Das weiß ich nicht, aber das machen alle. Wo sind denn meine Streichhölzer? Die brennen nicht mehr. Lisbeth, du wirst dich vergiften. Ja, Schwefel und Phosphor. Pfui, Teufel. Von der Bummelreise immer an der Wand lang, immer an der Wand lang, quakt zu Haus auf meine Rolle, immer an der Wand lang, immer an der Wand lang. Ja, ich bin ne dolle Beule, immer an der Wand entlang. Versteh dich nicht wegen einem Mann, wo du doch beim Theater bist. Ich pfeife aufs Theater. Hat man endlich einen Mann, der ernste Absichten hat? Also wenn ich beim Theater wäre, für mich würden Männer überhaupt nicht existieren. Was ist schon dran? Am Tage meckern sie, nachts schnarchen sie. Und schön? Findest du sie schön? Wenn sie am Morgen so ohne Kragen und in Unterhosen durch die Wohnung latschen? Woher weißt du denn so genau Bescheid? Von Großpapa. Na hör mal, das ist aber ein gewaltiger Unterschied, dein Großpapa und mein Hans. Mann ist Mann. Mich interessiert keiner. Dann wirst du nie eine gute Schauspielerin werden. Wieso? Weil man es eben gefühlt haben muss, das herrliche Gefühl, was man fühlt, wenn man verliebt ist. Na, was kann das schon für ein Gefühl sein? Hast du eine Ahnung, wie das ist, wenn dich ein Mann küsst, wenn du keinen Himmel mehr siehst und keine Wiese? Ja, das ist doch klar, weil man doch beim Küssen die Augen zumacht. Ach, aus dir wird wohl nie eine große Künstlerin werden. Aber wieso? Ich kann doch alles, was ich brauche, aus den Büchern lernen. Aus welchen Büchern? Na, zum Beispiel aus dem Bilderbuch der Liebe. Warte mal. Oh, zeig mal her! Hingabe. Paris lockt. Eifersucht. Der Schreivogel kratzt sich die Augen aus. Der schickt der Brillanten und mir? Ich gäbe was drum, wenn ich der den Hans wieder ausspannen könnte. Du, du, das mach ich. Morgen ist Hans wieder bei dir. Aber dafür... Alles, was du willst. Du... Dafür lässt du mich einmal als Gigerlkönigin auftreten, ja? Na, meinetwegen. Aber... Gleich morgen früh gehe ich zu Hans und werde ihm sagen. Hören Sie mal, junger Mann, werde ich ihm sagen. Sie haben sich gestern benommen